Ja, wir haben gerade alle eine Krise. Die Frage aber ist, ob die Krise auch uns hat. Change als Chance. Sehe diese Zeit der Veränderung als Chance, innezuhalten und dich auf deine Stärken zu besinnen. Bleib dran, halte durch und nutze die Chancen. Dein Zlatko. Die Zeit ist doch das Wertvollste, was wir im Leben haben, oder? Und ich glaube, das Leben bedeutet, mit der Zeit richtig umzugehen. Also übernehme Verantwortung und nutze die Veränderung für dich und für unsere gemeinsame Zukunft. In einer Zeit, wo die Welt auf Pause steht, kommt es mehr denn je darauf an, dass du deine innere Stärke aktivierst. 100% Vertrauen und Klarheit darüber, was jetzt wirklich zählt, wird dich durch diese Zeit bringen. Angst ist eine Energie, die uns oft lähmt. Angst ist okay, sie darf sein. Nur nutze sie, um mit ihrer Kraft etwas Neues, Gutes zu erschaffen. Fokus auf Chancen. Schau dahin, wo die anderen nicht hinschauen und mach möglich, was jetzt möglich ist. Liebe ist die Power, die uns jetzt alle führt. Und Liebe ist auch die Kraft, die uns zeigen wird, worin die Chance jetzt besteht. Liebe Freunde, Zuversicht ist jetzt wichtiger denn je. Lasst uns nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern lasst uns gemeinsam darauf vertrauen und zeigen, zu was wir wirklich in der Lage sind. Genau dann werden wir das Blatt auch wieder wenden. Hallo zusammen, hier ist der Kelvin und lasst uns jetzt in dieser besonderen Situation Demut zeigen. Denn wir bekommen gerade aufgezeigt, dass wir auf manche Dinge keinen Einfluss haben. Und lasst uns diesen Demut, den wir jetzt entwickeln, mitnehmen in die bessere Zeit, die ganz sicher kommen wird. Ruhig bleiben, wenn andere in Panik geraten. Besonnen sein, wenn andere von Angst gesteuert werden. Vertrauen haben, wenn andere überall Feinde sind. In schwierigen Zeiten werden die Gewinner von morgen geboren. Die Welt steht still, wir auch. Stille muss nicht Verlust bedeuten, sondern eröffnet neue, ungeahnte, ja vielleicht sogar bessere Möglichkeiten. Nütze die Stille, denke nach, sammle Ideen, tanke Kraft und dann lebe. Nutze die Zeit jetzt, deinen Horizont zu erweitern. Geistige Flexibilität und Fitness sind die Schlüsselfaktoren für die Zukunft. Denn du kannst nur über den Tellerrand hinausschauen, wenn du einen Teller hast. Dankbarkeit kann nur dann entstehen, wenn wir uns der Endlichkeit der Dinge bewusst sind. Viren kommen, Viren gehen, Dankbarkeit darf bleiben. Gerade in schwierigen Zeiten ist Optimismus echt wichtig. Und das Gute daran ist, Optimismus wird wahr, wenn alle entschlossen genug daran festhalten. Also, lass uns optimistisch bleiben. You are able. Du bist fähig, du bist in der Lage. Du hast dein Leben bisher gemeistert mit ganz vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und darauf gilt es dich jetzt zu konzentrieren. You are able, egal was passiert. Entscheidend ist nicht, was dir passiert im Leben. Entscheidend ist, wie du drauf reagierst. Transformation bedeutet, dass du dir immer wieder beweist, dass du stärker bist als jedes Problem. Chancen. Krise kommt aus dem Griechischen und heißt Entscheidung. Nutze du diese Krise, diese Herausforderung, die sich dir gerade stellt, um darin die Chancen zu sehen. Nutze die Zeit, die sich dir jetzt gerade bietet, dich mit dir auseinanderzusetzen, dir die richtigen Fragen des Lebens zu stellen. So kannst du aus dieser Krise als Gewinner hervorgehen, denn du hast ihre Chancen genutzt. Viel Erfolg dabei! Es ist keine Frage mehr, ob du dich verändern musst. Die einzige Frage ist, ob du schnell genug sein wirst. Verkaufen heißt verkaufen, auch in besonderen Situationen. Jetzt zeigt sich, wie gut du schon umgehen kannst mit FaceTime, Skype, mit Online-Beratung. Bleib dran, denk daran, in jeder Krise steckt eine Chance. Seitdem es die Menschheit gibt, verbinden wir uns an Lagerfeuern, Marktplätzen oder auch verschiedenen Veranstaltungen.
Wenn es aber wie in der jetzigen Zeit nicht mehr möglich ist, dann ist die Online-Vernetzung die einzige und auch die beste Möglichkeit, um Menschen zu erreichen. Lass uns das als eine Riesenchance begreifen und nicht verteufeln, ohne dabei die Menschlichkeit zu verlieren. Euer Elmar Rassi. Zusammenhalt heißt jetzt, sich für andere gerne zurückzunehmen und sich von beliebten Gewohnheiten zu lösen, vorübergehend, um anderen etwas Gutes zu tun und auch sich selbst. Als Pilot von einem Flugzeug musst du Verantwortung übernehmen, und zwar Selbstverantwortung. Es hilft nichts, wenn du nach Schuldigen suchst. Es hilft schon gar nichts, wenn du sagst, warum tut da oben niemand was? Die einzigen Fragen, die helfen, ist, was kann ich jetzt tun und wie kann ich jetzt Verantwortung übernehmen? Das sind die Fragen, um die es jetzt geht. Trau dich, sei mutig, denn kein Übel ist so schlimm wie die Angst, die du gerade spürst. Also hab doch statt einer Panikattacke lieber einen Mutanfall. Genau jetzt beweist du durch dein Handeln, dass du mutig bist. Die meisten von uns wollen sich in ihrem Leben ja verändern, sie wollen sich weiterentwickeln, sie wollen wachsen. In der Natur draußen entsteht Wachstum nur, wenn Wasser, sprich Regen, dazukommt. Vielleicht hilft dir dieses kleine Bild der Natur mit den Stürmen und mit dem Regen in deinem Leben, gerade in diesen Zeiten, besser klarzukommen. Respekt ist der Sauerstoff unter den sozialen Elementen und gerade in Krisenzeiten überlebensnotwendig, aber nicht selbstverständlich in der Atmosphäre. Respekt heißt den anderen sehen, wir können Menschen Ansehen verleihen, wenn wir sie ansehen, also in diesen verrückten Zeiten verleiht möglichst viel Ansehen. Kommt gut an. In schwierigen Situationen geht es darum, sich auf das Wesentliche zu besinnen und das sind für mich drei Dinge. Erstens, für Klarheit sorgen, zweitens, fokussiert sein und drittens, ergebnis- und handlungsorientiert zu arbeiten. Was wir gerade alle erleben, ist eine Kollektiverfahrung, ein Strukturbruch, wie wir es zurückweisen. Aber immer daran denken, wenn wir alle zusammen daran arbeiten, fügen wir etwas viel Schöneres, viel Besseres, viel Stärkeres gemeinsam zusammen. Die digitale Vernetzung hilft uns dabei. Ich habe ein bisschen den Eindruck, als hätte uns die Welt auf unser Zimmer geschickt, um mal darüber nachzudenken, was wir mit ihr gemacht haben. Wir sind alles eine Familie, die Wellen eines Meeres, und ich glaube, wir können das zusammen besser machen. Das, was wir Menschen Chaos nennen, ist in Wahrheit eine Ordnung höherer Form, die wir jetzt noch nicht verstehen. Jetzt ist die Chance, dass wir Menschen mehr erwachen. Wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, in das Bewusstsein zu kommen, das wir uns alle wünschen. Ein Bewusstsein aus Liebe und nicht aus Angst. Man sagt, ein Diamant ist ein Stückchen Kohle, das lange unter großem Druck stand. Je größer die Kräfte sind, die von außen auf dich wirken, desto größer wird auch deine innere Kraft und dein inneres Geschenk. Alles, was noch vor dir liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in dir liegt. Die Liebe ist das Wunderbarste und Schönste auf diesem ganzen Planeten. Sie wurde uns geschenkt, damit wir uns immer daran erinnern, dass wir alle miteinander verbunden sind. Sie war, sie ist und sie wird immer sein. Und das Gute ist, sie löst jegliche Angst auf. Jeder kann charismatisch sein. Ein Guten Morgen wirkt weit besser als ein Guten Morgen. Und jedes Danke mit erhobenen Augenbrauen ist weit wertschätzender. Und für die Verliebten unter euch reicht manchmal schon ein und dein Partner wird verstehen. Der innere Schweinehund, wer kennt ihn nicht? Die innere Stimme, die so Dinge sagt wie, lass das sein, schaffst du nicht, viel zu schwierig und die Situation ist gruselig. Der Punkt ist, diese innere Stimme, dieser innere Schweinehund ist einfach nur eine Übersetzung deiner eigenen Gedanken in Worte. Und du hast jetzt die Möglichkeit, diese Worte zu steuern. Also hey, sag dir, wer, wenn nicht du, wo, wenn nicht hier, wann, wenn nicht jetzt.